Okay, gerade hier die einleitenden Worte. Ich bin, was jetzt war ungefähr, wir sind jetzt 20 Kilometer gefahren, haben letztendlich haben wir auf den 20 Kilometer Restreichweite verbraucht und 15 Kilometer gefahren. Also für das, dass ich sehr oft jetzt die Heizung anhatte, fand ich jetzt das schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Alles Weitere muss man dann schauen. Und in der Früh war das ganze Auto ziemlich zugeeist. Auto ist es ja nicht. Und haben erst oben auf dem Dach und vorne habe ich ein Tuch draufgelegt, weil mein Abdeckplane ist noch nicht gekommen. Und so habe ich jetzt praktisch heute dann die dritte Fahrt gemacht. Die ersten paar Kilometer ist noch eine Akkuwarnung gekommen. Ich habe natürlich gleich am Anfang die Heizung angeschalten. Ungefähr nach 3 Kilometern hatte die Heizung die richtige Temperatur. Bergab, nachdem da noch keine Bremsleistung war, war er dann auf 53. Da geht es nur leicht den Berg runter, 53 km/h. Also wenn die Batterie voll ist, dann rollt er schon ein bisschen und das ist ganz nett. Was natürlich jetzt auch war, was ich jetzt mit dem Handy dokumentiert hatte, die Lüftung war an und ich hatte auf Heizen geschaltet und innerhalb kürzester Zeit ist nach 1-2 Minuten war ich bei Temperaturen um minus 1 Grad die Vorderscheibe Eis. Beim Reinsetzen ist Beschlag dran, aber nach 1-2 Minuten war schon der Beschlag weg und ich heiz dann immer mal wieder nach und da bringt es ganz gut bei Temperaturen minus 1 bis minus 4 Grad geht es ganz gut. Jetzt habe ich mir das Fahrzeug mal hier abgestellt, weil davon war es ziemlich zugepackt. Was man halt merkt, die Leute überholen einen dann oder auch wie jetzt die Polizei übersieht, steht an der roten Ampel, sind so fasziniert von dem Fahrzeug und vergessen an der grünen Ampel loszufahren, weil sie das Fahrzeug, die hätten es noch geschafft vor Lachen und die haben gestrahlt und sonst was im Einsatzfahrzeug vom USK. Weiter vorne war es jetzt so, ein paar halt haben wir dann rechts überholt und das ist auch nur auf der Kamera drauf, wie der da ist schon 3 Sekunden rot, dann fahren sie noch, geben sie Gas und fahren über die rote Ampel drüber. Schöne Schwabacher. Gut, hat natürlich ein Kennzeichen gehabt mit einem Doppel-A, was jetzt nicht so sonderlich ist. Jedenfalls, das waren mal kurze Eindrücke für den heutigen Tag, für die dritte Fahrt.